Okay, hallo zusammen. Ich will euch jetzt zeigen, wie ihr mit Warblers feines Art Sachen herstellen könnt. Wie zum Beispiel dieses hier. Und zwar ganz einfach. Das Beispiel, was ich benutze, ist jetzt dieses hier. Das ist jetzt seine untere Rüstungsplatte. Wie ihr seht, ist schon gebogen, Warblers ist schon drüber. Und es hält, ist stabil. Eine Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, wenn ihr Warblers benötigt, wie stabil will ich es? Denn es gibt verschiedene Techniken, wie man es gebrauchen kann. Zum Beispiel nur die Platte. Zum Beispiel zwei Platten aufeinander, ist schon wieder stabiler als eine. Oder wie hier ich es gewählt habe, die Sandwich-Technik. Hier benötigt man Moosgummi, macht eine Schicht Warbler, Moosgummi und wieder Warbler. Dann entsteht das sogenannte Sandwich. Jedoch muss man hier sich wiederum fragen, wie stabil will ich es haben. Hier zum Vergleich habe ich jetzt das Moosgummi mit 2 mm Dicke genommen und hier das Moosgummi mit 3 mm Dicke. Das 2 mm lässt sich sehr gut noch, also ist auch schon stabil, lässt sich aber noch gut bewegen, ist aber nicht so dick. Hingegen das 3 mm ist schon dann wieder mehr stabiler, lässt sich auch weniger verformen, ist dafür aber dicker. Dicker ist für mich stabiler. Okay. Ich zeige euch jetzt die Sandwich-Technik anhand dieser Rüstung mit dem 2 mm Moosgummi. Dazu benötigt ihr eine Platte, Farbe spielt keine Rolle. Könnt auch die farblich gepünktelte nehmen, weiß, blau, violett, pink, egal was ihr wollt, weil später sieht man es nicht. Ich habe jetzt hier einen Braunton genommen, weil es auch gerade braun, weil das Warbler auch gerade braun ist. Okay. Nun benötigt ihr nur noch ein Schnittmuster, das ihr jetzt hier auf das Moosgummi übertragen könnt. Ich nehme hier immer einen Stift, der auf dem Moosgummi sehr gut schreibt. Ist jetzt, glaube ich, verkehrt, aber egal. Okay, nun kommt die Schere zum Einsatz und wir schneiden es aus. Okay, nun haben wir es ausgeschnitten. Form stimmt auch, wie man es haben will. Jetzt kann man es auf das Warblers übertragen. Dazu benötige ich immer die raue Seite, weil auf der glänzenden Seite, wo auch der Kleber ist, haftet bei mir jedenfalls die Farbe nicht gut und schmiert dann wieder ab. Einfach so als Tipp von mir. Hier könnt ihr jetzt wirklich, also es braucht einen Abstand, den braucht es, um dann auch schöne Kanten zu erzeugen. Also gebt wirklich ein Maß dazu. Okay, wir brauchen jetzt zwei Stücke. Zwei? Ja, sieht es für euch vielleicht scheiße aus. Da wir die Sandwich-Technik machen.
Also, nochmal das Ganze. So, super. Nehmen wir mal beiseite. Und jetzt könnt ihr das Ganze einfach wieder ausschneiden. Dazu braucht ihr keine spezielle Schere. Meiner Meinung nach. Man kann aber spezielle kaufen. Sollte einfach scharf sein und schneiden. Das ist das Hauptziel. Okay. So, okay. Jetzt haben wir hier diese zwei Stücke, also diese drei Stücke. Und jetzt kommt der Heißluftföhn, die Heißluftpistole zum Einsatz. Okay. Beim Erwärmen dieser Platte verwende ich es immer so, dass ich zuerst diese Seite, also die klebende Seite nach unten lege, schnell föhne, umdrehe und nochmal föhne. Für mich ist das so viel besser, als wenn man jetzt einfach diese Seite und föhnt, bis es weich ist. Jedoch müsst ihr immer achten, die klebende Seite klebt, sobald sie eine gewisse Wärme erzeugt hat und Druck bekommt. Also wenn ihr es erwärmt, draufdrückt, kriegt ihr es nicht mehr in einem Stück von der Platte. Deshalb nur schnell anfühlen, nicht andrücken. Und ich zeige euch ein bisschen die Technik, wie ich es mache, damit es euch auch gelingt. Was auch noch gesagt werden muss, ihr sollt es nicht zu stark erwärmen, denn sonst wird es, ja, gibt es eine nicht so schöne Oberfläche. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten mit der Heißluftpistole. Wie ihr jetzt schon seht, diese ist jetzt ein bisschen dunkler geworden, hoffe man sieht es, und sie ist beweglicher. Jetzt kann man sie noch sehr gut bewegen, also drehen wir sie dann um, damit die glänzende Seite jetzt oben ist. Jetzt mache ich noch schnell diese Seite, damit wir auch beide haben. Wie ihr jetzt gegen Schluss gesehen habt, föhne ich gerne noch darunter. Das löst das ganze Wallace nochmal und klebt dann nicht auf den Boden. So, jetzt kommt die klebende Seite dran. Da könnt ihr jetzt ein bisschen länger erwärmen, damit das ganze Wallace auch wirklich weich wird. Aber nicht zu lang. Okay, ich glaube, das reicht. Jetzt wissen wir, das ist die klebende Seite, das hier auch. Jetzt können wir das Moosgummi ganz einfach darauf legen. Okay, das ist noch ein wenig zu klein. Wenn es zu klein ist, dürft ihr es ein wenig ziehen. Aber wirklich nur ein wenig, denn das kann sehr schnell reißen. Dann habt ihr schon wieder mehr Platz. Drauflegen. Ich drehe es dann immer um, weil sonst klebt es mir immer an der Platte fest. Drückt es wirklich gut an. Weil die klebende Seite verbindet, also klebt jetzt auch das Moosgummi fest. Okay. Jetzt haben wir das so. Nehme immer noch so einen Roller. Das ist jetzt hier das, was rumlag. Um es noch mehr anzudrücken. So. Okay. Das ist das erste Teil.
Jetzt ist das leider wieder ein bisschen kalt geworden, schnell mit dem Föhn drüber. So, super. Und jetzt könnt ihr es einfach hier drüber legen. Da auch ein wenig ziehen und wieder andrücken. Wie ihr jetzt vielleicht sehen könnt, gibt es hier kleine Blasen. Die entstehen immer, wenn man das wieder erwärmt. Jedes Mal. Wenn man es zu stark erwärmt, jedenfalls. Aber keine Angst, schnell drüber erwärmen. Sie werden ein bisschen größer und es kommen immer mehr. Und dann ganz einfach, ich glaube, das heißt Nudelholz in Deutschland. Bei uns ist es das Wallholz. Einfach auswallen. So. Und wenn sie immer noch nicht weg sind, kann man sie zum Rand hin einfach hinaus drücken. Und dann kann man sie wieder in die richtige Form bringen. Ja, also die Form. Ja, im Wasser. So. So. Schnell ein bisschen Speed Cooling. Wie ihr seht, ist es ganz einfach, etwas mit Warblers zu ummanteln. Man muss einfach darauf achten, es ist heiß. Man kann sich sehr schnell die Finger verbrennen. Wenn man jetzt gerade mit Warblers startet, ist es am Anfang tut es noch weh, aber mit der Zeit merkt man, es ist schon fast nicht mehr. Da bekommt man halt einen Warbler-Daumen. Okay, jetzt haben wir schon mal die Form. Was ich jetzt noch nicht so Tutorials gesehen habe, ist über die Kanten. Denn da gibt es auch verschiedene Wege, wie man das machen kann. Zum ersten kann man sie einfach entlang schneiden. Das ist ein sehr guter Tipp. Dann gibt es eine schöne Kante. Und es klebt das Warbler nochmal zusammen. Wie man es hier vielleicht sieht. Die andere Möglichkeit ist, wenn man jetzt genug Platz gelassen hat, es umzuklappen. Das gibt dann einen wirklich stabilen Rand. Es wird noch fester, das ganze Zeugs. Und eben für Rüstung empfehle ich eher die Umklappung, denn dann sieht es auch schon wieder massiver aus. Jetzt zeige ich euch jetzt die einfachste Methode, das Abschneiden. Dazu müsst ihr die Ränder nochmals erhitzen, weil das kalte Warbler lässt sich nicht so gut schneiden. Und dann einfach mit dem Messer drüber schneiden. Okay. Let's go! So. Was jetzt wichtig ist, ihr müsst es zusammendrücken, damit es auch wirklich verbunden ist. So. Dann könnt ihr ganz einfach mit der Schere mit einem wenig Abstand drüber schneiden. Am besten ist, wenn ihr es gegen das Licht haltet, dann seht ihr auch, wo ihr das Moosgummi hingetan habt. So.
Und jetzt habt ihr hier eine schöne Kante, die ihr wieder erhitzen könnt und nochmal schön formen könnt. Und an die nächsten Stücke rangehen. Dann könnt ihr schon mit 3, könnt ihr schon 4, könnt ihr auch Schulterrüstungen machen. Kleine Krönchen. Dieses Krönchen ist jetzt aus den Resten entstanden, weil ich habe hier, naja, da ist noch anderes Zeug drin, aber ich habe hier tonnenweise Reste von Warbler. Und da, das könnt ihr wieder zusammenschmelzen. Diese Platte ist zum Beispiel wieder daraus entstanden. Und schlussendlich könnt ihr dann wieder etwas Neues daraus machen. Wenn ihr natürlich auch denkt, ja, was kann man auch noch daraus machen? Einen ganzen Brustpanzer. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ihr könnt es liken, ihr könnt es disliken. Und also zuerst liken, dann wieder disliken. Oder jedem auch das Seine. Ihr könnt subscriben, ihr könnt, ja, es weiter verbreiten. Ich danke euch fürs Zuschauen und stay warbler. Ja, tada.